Hey, Gringo. Mr. Ricketts, come on in. Sit down and have yourself a drink. Sure. Say, any word of Javier Escuela? No, nothing yet. Say, why are you after him anyway? We're old friends. We was kind of educated together. So what is this, some kind of high school reunion sort of thing? Something like that. Well, you've killed people. You live the life. That I have. And I tried to stop. I mean, I don't know. I tried to go straight. I did. I left the gang after the gang left me. Left me to die after I'd been shot. They'd all gone crazy anyhow. Our old leader, fella you probably heard of. Anyway, he more or less lost his mind, went and shot a bunch of people unfair-like. I got shot in a robbery. They left me, and I left them. Well, that's how it goes. Already had me a woman. Got me a farm. Then I got me more trouble. Sure. Been sent to track down the men I used to run with. Track them, kill them. Well, if you don't, someone else will. There's no escape. Look at me. I spent 25 years killing men. Look at me now, sitting around here like some low-rent would-be messiah. We're relics. Come on, have yourself another drink and let's wallow in a little self-pity. Sounds like a plan. Your health. Mr. Ricketts! Mr. Ricketts! Thank the Lord I have found you. And you, Mr. Marston. Will you sit down? You all right? I'm well, sir. But Allende is sending more men to the death. Prisoners who have not been tried. A prominent writer, Castilla, and a local official whose only crime was not putting the small holders on the street when they were late with taxes. Writers and government officials. For once, I agree with Allende. Some men need to be killed. Mr. Ricketts! I was just joking. Where are they? Out near Escalera. Let's hang up our self-pity and go shoot ourselves some bad guys. You're gonna be all right. Thank you. Both of you. Und damit willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Alright, here we go again. Lisa was pretty shaken up. She's angry. This war is getting dirtier by the day. People are being executed for just having an opinion. Melinda seems to have more enemies by the day. Perhaps you would know. Rumor has it you've been making all kinds of new friends. I don't pay much attention to rumors. Just be careful, John. Keep jumping from one side of the fence to the other. You might just get impaled on it. I have to find these two men. With respect, how I do it is no concern of yours. Choose your tone wisely, partner. Remember who you're talking to. How could I ever forget? And who are you, John Marston? Apart from a rat feeding every other hand he can find, my name means something. All you've done is kill a few peasants, and the only real outlaw you've taken on dropped you like a bad habit. Now, I politely ask you to watch your tone, Rick. All I'm saying is, maybe there's a reason why people around here don't want to talk. You must miss your family. It's the only thing that keeps me going. You know, you remind me a lot of myself. How I used to be. Stubborn and angry. You ain't changed all that much. I always thought I'd lived a charmed life. I've known wealth, respect, love, even... Do you see that? Prison wagons. That must be them. This is our chance. See if you can take control of that first wagon. Oh, das ist Landon. Ja, und wir beginnen direkt mit ein bisschen Action hier. Oh, shit.
und mit einem extrem dunkelroten Screen. Und wir haben es geschafft. Jawohl. Das ging gut. Also gerade so noch. Oh, ich wollte eigentlich fahren. Ein Weg zurück in die USA. Ja, den würde auch gerne John nehmen. Aber wir haben noch was in Mexiko zu tun. Javier Escuela und darüber hinaus Bill Williamson, die hier beide gesichtet sein sollen. Aber ich find's cool. Die Gefangenen hier befreien und vielleicht kommen die in ein neues, schöneres Leben. Oh Mann, und jetzt. Ja, super. Oh, ich habe da welche übersehen. Okay, der Typ ist ganz woanders. Okay. Einen erledigt. Bei GTA 4 war es so, wenn du LT halb durchdrückst, der ist an einem MG auf dem Boot. Wenn du LT halb durchdrückst, dann war es in GTA 4 so, dass du manuell zielen konntest, auch wenn du die Zielhilfe anhattest. Das vermisse ich hier so ein bisschen. Probiere ich immer wieder mal, aber... Es geht leider nicht. I will handle it from here. I know you got other matters to attend to. It's been nice riding with you, Mr. Ricketts. And you too. You took me back to another time. Talk to Louisa. She'll help you, and she's well connected in that other land. I hope you find what you're looking for, Marston. You know what I'm looking for. If you say so, Marston. If you say so. Ja, und damit sind wir, glaube ich, jetzt in den USA, oder? Genau. Also das ist der direkte Weg, den wir bislang nicht nehmen konnten. Den wir aber jetzt nehmen können. So, da haben wir eine leerstehende Immobilie, die können wir allerdings nicht nutzen. Dann sind wir hier in Chuparosa. Das ist das Gebiet, in dem wir die ganze Zeit gehaust haben. In dem Landon Ricketts auch war. So, und nun begeben wir uns weiter nach Westen. Ich muss immer wieder überlegen, bei Osten und Westen bin ich mir
Also man verdreht das sehr, sehr leicht. Keine Rechts-Links-Schwäche, aber dafür eine Ost-West-Schwäche. Na gut, hin und wieder macht's mal ein paar Schwierigkeiten, aber eigentlich geht's. What the hell? Da hinten ist doch einer. Ach, die hat uns in die Falle gelockt. Nee, Alter. Wenn du uns in die Falle lockst... Sie hatte sogar noch Munition für eine Pistole dabei. Okay. Ja, dann war sie locker halt... Nicht einfach nur eine alte Lady, der geholfen werden musste. Das ist unmöglich, ey. Diese Leute wollen einen alle ausrauben. Jeder will was von einem, aber keiner will es auf legale Weise haben. So, $300 haben wir fast. Damit könnten wir uns die eine Immobilie leisten. Oh, jetzt haben wir sogar $300. Vielleicht sogar noch mehr, falls noch ein bisschen was dazukommt. Im Nachhinein eingeblendet wird. So, und unser Dead Eye füllt sich so langsam aber sicher jetzt wieder. Und wir reiten mal kurz durch Mexiko. Ja, an diesen engen Pfad erinnere ich mich noch. Nicht an das Aussehen des engen Pfades, sondern ich erinnere mich daran, dass es einen engen Pfad gab. Ich glaube, da gibt es nochmal eine ganz enge Abzweigung gleich. Und dann geht's... Und dann geht's zu dieser einen Behausung. Die wir zwischen den Städten haben. Und dann geht's auch schon direkt zum nächsten Missionspunkt. Also... Wir machen heute auch flott weiter. Okay, gut, das scheint ein anderer Gang zu sein, an den ich mich erinnere. Oder ein anderer Pfad. Aber ich meine, mich an den erinnert zu haben. Okay, warum auch immer. Gut. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Vielleicht ist es auch wirklich ein enger Pfad, der gleich kommt. So, hier eine Riesenbrücke. Interessant, dass so viele Bauwerke damals auch wirklich stabil waren und gehalten haben. Okay, da jagt jemand einfach nur. Wenn man mal überlegt, dass auch im 20. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert noch, genau hier war der enge Pfad, wenn auch noch im 20. oder 19. Jahrhundert Brücken gebaut wurden, die teilweise, ja, wo man die Schwingung nicht richtig abgeschätzt hat und die dann immer weiter... geschwungen sind und im Endeffekt hast du irgendwann eine Brücke gehabt, die so hart hin und her schwingt, dass du ja nichts mehr mit ihr machen konntest. Sie ist dann eingestürzt einfach. Ich weiß jetzt nicht, wie man den Effekt genau nennt, aber das ist, glaube ich, wenn die Wellen sich überlappen, sozusagen. Mir wird es wahrscheinlich noch einfallen. Es ist nicht Induktion, aber ich glaube, es ist irgendwas mit I. Es ist irgendwas mit I, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Wäre cool, wenn es mir jemand in die Kommentare schreibt. Und wir gehen zu De Santa. Nicht Michael De Santa, nehme ich mal an. Das ist der Hauptcharakter aus GTA 5, einer der drei. Der andere hieß Franklin. Nachname vergessen. Und Trevor... Hat er einen Nachnamen? Ja gut, aber... Stimmt, Benjamin... Nee, nicht Benjamin. Benjamin Franklin war... Okay, gut. Vergesst, was ich gesagt habe. So, das ist die Ortschaft, die wir hier besuchen. Escalera. Ein
Doch, hier haben wir eine Immobilie, die wir kaufen könnten. Tun wir jetzt einfach mal. Für $150, denn hier werden wir sicher nicht nur einmal sein. Und los geht's. Zivilisation um jeden Preis. What do you want, Gringo? What are you doing here? Have you heard? There's a war going on. My name's John Marston. Been sent here to retrieve a couple of men. Can I speak to your commander? You want to talk to my boss, Gringo? I guess. Because I'm not good enough for you? No, sir. You think you're better than me? You come to my country. My poor little country. And you think you can be friends with the president? No, sir. I'm sorry, sir. Things must have come out wrong. Maybe you can help me. You'll be sorry, friend. Relax! I mean, relax! How are you? Sure. Somewhere between a threatening stare and the soldier's arm to the teeth. Yeah. Yeah, you had me. Welcome to Mexico, amigo! Let's come meet, drink. And then we'll talk. My name is Capitán Vicente de Santa. John Marston. My country is in pain, John Marston. Terrible pain. The rebels have seized the people by the throat and destroy a way of life. I'm no politician, sir. And I am no soldier, a killer. Mm-hmm. But we are both beholding to our time. A brave man, perhaps you've heard of him. Coronel Allende. He's trying to preserve the order in our province. To keep our civilization alive. It is tough. The people are confused and usually swayed. Sometimes in the service of what is right, you gotta do terrible things. It breaks my heart. I also am no moralist, sir. I wish I enjoy your freedoms, Mr. Marston. I'm trying to find a man, an American, an outlaw named Bill Williamson. I believe he came here to seek protection from another outlaw named Javier Escuela. You're no moralist, but you hunt outlaws? So it would seem. You heard anything of these men? I am the government, or what is left of it. Outlaws seek each other. They're possibly hiding with thieves and killers who pose as freedom fighters in the hills around here. They're united under one traitor named Abraham Reyes. Where could I find this Reyes? If I knew, I would be there, hunting him with everything that is true within me. Reyes finds you. Like cholera. Something like that. But it's possible, though. My men are trying to lure him into a trap. Possibly you could ride with us. And if everything goes okay, I'm sure the Coronel will help you. Okay. Vámonos! You can take your horse or ride on the wagon. Ja, fahren wir bei der Santa mit. We must be quick. It's a long ride to Chuparosa. You did not expect such a warm welcome from the Mexican army, I can see. I didn't know what to expect.
I hadn't even crossed the border and I was being shot at. You will hear a lot of words like tyrant and oppression here. Words of the peasants have been taught. But do not understand meaningless words. There means suffering, a crisis, or reputation. Even I've heard about the colonel down here. He's not famous for his compassion. This is the point. Have you met Coronel Allende? Do you know him? No. Like a papagayo? He just repeats lies you heard. Maybe. Allende is a good man, a strong man. He carries the weight of a million problems on his shoulders. Am I supposed to pity him? You gringos are so quick to judge. You love to talk badly of other people because it makes you feel better about yourselves. Maybe you should look in the mirror. You're the one talking about this, and I ain't here to make judgment on the way of your government. I've got enough problems with my own right now. This isn't America, Senor Marston. We are poor. Kindness must take a different form. What is better? To pull your arm around a hungry man, or to beat him until he grows some food to eat? I think you need to answer that question yourself. Who are these aliens you hunt? This Billy, the cowboy, and his Mexican friend. Bill Williamson's a fella I used to know, and Javier Escuela? Well, I knew him too. What do you mean? You know this man? We was friends once. Part of a past I can't seem to get rid of. The past is all that's real, my friend. It cannot be erased. That is the problem with the people here. They spend too much time dreaming about imaginary futures. I know I can't change the past, but I'm sure gonna do something about the future. Whatever helps you sleep at night, amigo. My country is full of American criminals, mostly in the service of the rebel pigs. Mexico is an easy place for a man to lose himself, whether he wants to get lost or not. Hopefully not too easy. I ain't got much time to find these men. There must be a high price on their heads. The highest price. Can I ask how much? I'm not getting paid. It's a long story. I'm being made to do this. I will never understand you Americans. Me neither. We have a system of law in Mexico, senor. And we do not tolerate people who think they can run with their own. However, if you help us, we help you. No one hides from Coronel Allende for long. This rebellion, it is a disease. It is killing this country. Don't the people have the right to stand up for themselves? The right? The right! Don't you throw silly ideas at me. What do you know about the rights of the Mexican people? Very little. Just saying, there must be something behind this rebellion. I'll tell you what's behind there, Senor Marston. Lies. Insidious lies. The peasants are stupid, and like cows, they can be herded. It only takes a few men to move many. Maybe they've just had enough of being called stupid. You're talking about things you don't understand. If you ask me something, I'm gonna give you an answer. Are you a revolutionary? Is that why you're here? I was once, I suppose. In a twisted kind of way. Thought I could change something if I fought hard enough. Change what? I don't know. Maybe that was the problem. Revolution is always selfish. It is nothing but greed and ego. Individuals putting their own needs above those of others. It is people fighting for change when they have no idea what change is. If you're a poor man who's been beat down all his life, any change is gonna seem good. What? You think that overthrowing the government is going to make a poor man rich? If you're not helping them, it's only natural they're gonna look for someone else who will. For a tired old revolutionary, you are very naive. What do you want us to do? Walk around giving out money to every poor person in Mexico? What a terrible idea. First, they need to look at why they're poor. Then they need to go out and do some work rather than sitting on their culos talking about freedom. Who's this man we're looking for? The leader of the rebels? Juan Reyes? He's a traitor, a liar, a coward and a sinner, a hero who has done nothing. I have far more respect for the shit I looked this morning than I ever will for that pathetic worm. That's a nice image. He is from a rich family, a man born in a golden cradle, who pretends to fight for the poor. He's taking advantage of the ignorant and the weak-minded. He must be telling the people something they want to hear. Of course he is. All that bastard does is stand in a balcon giving speeches. It is easy to make promises you can never keep.
It takes more than a few promises to build an army. Reyes wants power, nothing else. He doesn't care about anybody but himself. He's prepared to destroy everything my compatriots have fought and died for, just to hear people shout his name. It's not far now. Are you ready? Ready for what? We will lure the rebels into a trap. There's a train leaving Chuparosa soon. We're going to escort it. They will think it's a supply train. There are no supplies on it. Very clever. We must throw the rats out of their holes. Give them some bait they can refuse. Come on, the train is waiting. What are you waiting for? Hunt your horse! Follow me! Okay, ich kann nicht mein eigenes Pferd verwenden. Okay, muss ich hinterher reiten oder muss ich vorne weg reiten? Ich reite mal ein bisschen weiter nach vorne. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Zum einen, was man von den Revolutionären halten soll, zum anderen, also von den Rebellen, und zum anderen, was man von dem Typen da halten soll, den wir jetzt haben, den Santa-Typen. Der sagt natürlich schon das eine oder andere, was richtig ist, wenn man Revolutionen anstößt, weiß man halt nie, was. Ja, die Bombe geht nicht hoch von dem einen Typen. Wenn man eine Revolution in Gang setzt, dann weiß man nie, was danach kommt. Ja, könnte irgendwie was noch Schlimmeres sein. Aber andererseits hatte John dann auch einen richtigen Punkt zu sagen, ja, vielleicht wollen sie einfach nicht als dumm bezeichnet werden. Vielleicht wollen sie auch mal ernst genommen werden und ihre Interessen vertreten sehen. Ist halt auch mal ganz richtig. Ja, wobei man dann andererseits sagen müsste, lieber John, warum zur Hölle supportest du dann das Ganze hier? Oh, das Pferd habe ich jetzt. Alter, reit mal ein bisschen vorsichtiger. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der letzte Treffer war richtig heftig. Das war halt so ein halb manueller. Die Kamera ging zwar automatisch mit dem einen Typen mit, aber ich habe dann manuell quasi bestimmt, wo der Schuss genau hingehen soll. Oh shit. Es sind echt viele Rebellen, ne?
Oh oh. Let's go. Aber ich finde es immer wieder interessant, wie aktuell Thematiken sein können, die in Rockstar-Spielen angesprochen werden. Wenn man sich auch das ganze Thema rund um die Revolution anschaut, was er angesprochen hat, Leute vertreten ihre eigenen Interessen, aber manchmal ist es halt nur, in Anführungszeichen, Bauernfängerei, also Leute werden einfach nur verarscht und es, also sie folgen einem Leader, der allerdings nur seine egoistischen Ziele verfolgt, meint aber, die Interessen des Volkes zu vertreten. Das hat man ja genauso in der US-Wahl aktuell. Ja, also, weiß nicht, dass jemand halt auch leere Versprechungen macht, dass jemand irgendwie, weiß nicht, keine Lösungen parat hat und so weiter und so fort. Das haben die ja alles gerade besprochen und das alles erlebt man gerade in den USA ja auch, wo jemand Präsident werden könnte, der genau so tickt. Bien, compadre. You did a good thing for Mexico today. Coronel Allende will be very pleased. ¡Los rebeldes están robando el tren! ¡Levántese, perezoso, que sepa que le estoy pagando! Marston, you're gonna have to do something. What? You have to go out there and stop the train before it crosses the bridge. ¡Todavía levántese! ¡Usted también! ¡Y allá atrás, muévase! ¿Qué le pasa a usted? ¡Ay, Dios mío, levántese! ¡Ya mismo! Das klingt höchst einfach. Ach gut, ich habe mein eigenes Pferdchen wieder parat. Okay. Zum Glück ist da keiner von den anderen Leuten. Okay, und wir haben hier den Pfad direkt neben den Schienen. Da geht's richtig, richtig flott voran. So. Okay, bewege dich parallel zur Vorderseite und spring auf den Zug. Ja, viel Spaß. Alter, sah das Wasser geil aus gerade. Es kann auch an der Perspektive gelegen haben, aber das war, glaube ich, so ziemlich das schönste Wasser, was ich je gesehen habe in einem Videospiel. Ihr wisst ja, die Darstellung von Flüssigkeiten in Videospielen ist immer so eine Sache. Schwierig. So, was haben wir hier für ein Tier jetzt gehabt? Ein Kaninchen hatten wir. Ja, coole Sache. So, ansonsten ein bisschen häuten nochmal. Ja, den Hogwarts Express rechtzeitig zum Halten gebracht. Coole Sache. Also, Gürteltierfleisch. Aha. Ja, ansonsten, wir sind safe. Ja. Alle sicher heimgekommen und das L auf der Karte dürfte höchstwahrscheinlich Kojotenfell. Ah, okay, gut. Meisterjäger-Herausforderung gestartet. Also ihr seht, man hat extrem viele Herausforderungen und so weiter und so fort. Ist auch hier allein schon. Meisterjäger, Scharfschütze, schieße 5 Kaninchen ab. Das wusste ich gar nicht, dass ich das machen soll. Und Überlebenskünstler zum Beispiel. 6 wilde Mutterkräuter. So, dann haben wir noch ein Stinktier.
stink. You stink, ja, perfekte Anweisung. Okay, Leute, also ich würde sagen, ich reite jetzt zu Luisa. Das ist das L auf der Minimap, nehme ich jetzt einfach mal an. Oh, hier haben wir eine unbekannte Person, eine fremde Person. Ja, aber da reiten wir einfach mal gekonnt vorbei. Chupa Rosa ist ein bisschen entfernt. Eieieiei. Ja gut, dann würde ich sagen, geht's für mich hier hin. Und ich werde dann irgendwie versuchen, beim Pokern Kohle zu gewinnen. Und werde dann irgendwie mir das Apartment holen in der Zwischenzeit. Also, wenn ihr irgendwie denkt, ich hätte dann großartig weitergespielt, dann wisst ihr, was ich gemacht habe. Hier mal kurz übrigens in die Schlucht geschaut. Wunderschön alles. Ja, und dann bedanke ich mich herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder bei Red Dead Redemption. Haut rein. Bis demnächst.